Heute in diesem Video geht es um das Multiplayer-Event Wirbel. Und kaum ist das Event draußen, gibt es auch schon einen unendlich Raygun-Glitch, Leute. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Doch bevor ich das zeige, wollte ich einmal erwähnen, dass 70% der Zuschauer hier noch kein Abo haben. Und falls euch diese Videos gefallen und ihr in Zukunft mehr sehen wollt, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo von euch freuen. Was ihr nun machen müsst, und zwar müsst ihr erstmal zum Multiplayer und auf Wirbel klicken und das Spiel suchen. Eine kleine Info, dieser Glitch funktioniert nur, wenn ihr mit der Raygun spawnt, also wenn ihr die erste Person seid, die die Raygun bekommt. Wenn ihr dann im Spiel angekommen seid, dann wählt erstmal eure Ausrüstung aus, danach drückt auf Option und geht wieder auf Ausrüstung und jetzt bleibt auf einer Ausrüstung, aber klickt nicht drauf. Wenn ihr jetzt seht, dass ihr die Raygun in der Hand habt, dann klickt direkt auf Ausrüsten und wenn ihr das gemacht habt, werdet ihr immer, wenn ihr stirbt, mit der Raygun wieder neu spawnen. Eigentlich wollte ich gar keine Multiplayer-Glitches hochladen, aber Leute, dieser Glitch ist anscheinend schon bekannt, weil viele den Multiplayer auch nutzen. Und ich bin der Meinung, falls euch das passiert, dann solltet ihr wenigstens auch wissen, wie das Ganze funktioniert und wie die das mit euch gemacht haben. Das war's dann auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und falls du noch kein Abo auf meinem Kanal hast, kannst du wie gesagt jetzt ein kostenloses Abo dalassen, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.